Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen LS19 Video mit Achim. Jo, hallo. Wie ihr vielleicht seht, wir sind in keiner Map drin. Eigentlich wäre heute Thüringer Forst dran, aber wir haben ein kleines Problem. Es ist nur bei der Map, wir wissen auch nicht wieso. Wir haben keine Ahnung, da hoffen wir, dass es einer von euch weiß. Ja, wir haben jetzt auch schon viele Mods rausgehauen oder so. Und eigentlich echt cool, dass man nur noch die Mods dann hat, wo man spielt. Und Updates gut und so, man hat keine Ahnung warum. Man sieht und jetzt. Ich gerade so da nicht ganz normal Map neu, ist synchronisiert bei mir. Ich bin jetzt mit Synchronisierer fertig und du, Dani, ich glaube bei 29% Ja, oder so. bei mir stehen die ganze Zeit die 29% dran. Und es kommt die ganze Zeit eine Errormeldung, die zeigen wir euch jetzt mal. So, ihr seht jetzt hier die Errormeldung. Hier unten die letzten drei Zeilen. Da steht einmal mit dem, irgendwas ein falsches Objekt irgendwie nicht platziert werden kann. Und halt hier irgendwas. Ich kann damit nichts anfangen. Wir hoffen, dass irgendeiner von euch da draußen irgendeine Ahnung hat, was daran liegt. Und uns vielleicht dabei helfen kann. Ja, dass ihr wieder zusammen auf der Map spielen könnt und wo ihr da die Videos bringen könnt, die wo man noch vorhand. Weil ja, die Map ist eigentlich schon geil, wenn sie geil umbaut und so und ja. Das und ist wenn wir einfach so nämlich eine aufzugeben. neue Map Stadtelburg Thüringen forscht, ohne Mods alles, dann geht's. Aber sobald man die Map hier startet, geht's irgendwie da. Also wenn einer von euch weiß, warum, dann gerne in Kommentare schreiben. Würde uns freuen, wenn ihr eine Lösung hättet. Und ja. Dann würde ich sagen, wenn uns jemand helfen kann, würden wir uns richtig freuen, dass wir wieder weiter Thüringer Forst Projekte machen können. Aber wir würden uns auch freuen, wenn ihr die nächsten Videos weiter anschaut, also auch die anderen Projekte. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.